Hi. Guten Tag. Wie geht's? Gut, hoffentlich. Genau. So, gut. Unser erstes YouTube-Video. Versuch Nummer 2. Genau. Versuch Nummer 1 liegt leider nicht so. Warum auch immer. Unrelevant. Genau. Ja. Dann fangen wir mal an zu erzählen, wer wir sind, weil uns vorstellen wollen. Ich muss mal auf den großen Kontext sehen. So, na dann. Also, das ist unser 20 Facts about Aztec. Genau. Ich will meine Stimme auch an, was mich schon angesteckt. Mir ist ja nicht so gut. Was soll's? Egal. Ja, wie gerade schon erwähnt, 20 Fakten über uns. Und ja, also wir blenden die Fragen immer hier unten ein. Oder hier. Irgendwo in dem gesamten Bild. Blenden vielleicht doch bei euch zu Hause irgendwo in der Ecke. Müsst ihr mal gucken. Steht hinter euch die Frage. Nein, also wie gesagt, wir blenden die Frage hier immer irgendwo ein. Und dann geben wir unsere Antwort darauf. Ich meine, okay. Dann geht's los. So, Fakt Nummer 1. Der Name. Ja, also im Prinzip sagt der YouTube-Name schon, aber damit ihr mal ein Gesicht habt, wer wir sind und wie wir heißen, ich bin Mia und ich Jobs. Genau. Und so entstand auch unser Name. Ne? Genau. Joyce und Mia ist live. Cooler Name, oder? Total toll. Hat uns eine, als ich bei Musical Live war, empfohlen, den Namen. Ganz gut. Grüße an dich. Schönen Gruß. So, Fakt Nummer 2. Wie alt sind wir? Ich? Könnt ihr mal raten in den Kommentaren, wie alt ihr uns schätzen würdet. Also wir sagen es jetzt euch auch, aber wie alt ihr uns geschätzt hättet. Ich bin 21. Ich lasse euch mal noch weiter raten. Ich sage euch das zum Schluss. Wenn wir Schluss machen, dann seid ihr gleich. Okay. Fakt Nummer 3. Wo wohnen wir? Berlin. Berlin. Berlin, Berlin. Das lassen wir definitiv drin. Nein, das wird nicht rausgeschnitten. Also, wie sie gerade schon gesungen hat, wir kommen aus Berlin. Richtig. Wunderschöne Hauptstadt. Oh ja. Kommt alle mal vorbei? Nicht zu uns, nur Berlin. Ja, Fakt Nummer 4. Piercings. Ui. Haben wir welche? Ja. Nein. Also ich habe ein paar. Und damit meine ich nicht zwei, sondern ein paar sind es zwei. Ich habe mehrere. Und ja, wo und wie werde ich aber jetzt nicht genauer sagen. Sondern wenn ihr das wissen wollt, gebt einen Daumen hoch, schreibt es in die Kommentare. Und dann gibt es ein Update, ein Piercing-Update, eine Review. Könnte das interessant werden. Wirklich, ja. Also ich würde es an eurer Stelle machen. Weil ich würde es auch gerne wissen. Und sie sagt es gar nicht alle. Nein, ich kenne nicht alle. Deswegen sage ich, ich würde es auch gerne wissen. Ja, ich hatte mal eins, aber jetzt nicht mehr und ich will auch keins mehr. Mir ein paar Augen, das reicht mir. Und mehr brauche ich da nicht. Okay. Fakt Nummer 5. Tattoos. Habe ich auch eigentlich. Da habe ich 4. Ja, 4 und das 5. ist in Planung. Aber auch separates Video dazu. Wird dann mit den Piercings zusammen. Also, Daumen hoch und in die Kommentare. Ich habe leider noch kein Tattoo, ich würde mir aber gerne eins machen lassen. Mit meiner Mama zusammen. Wir haben aber noch keine wirklichen Ideen, was wir machen könnten. Wir hatten eher so ein Schmetterling gesagt.
so von einer kleinen Raupe zu einem schönen Schmetterling, man ist frei. Vielleicht habt ihr ein paar Vorschläge, schreibt sie rein, wenn ihr wollt. Oder mal schauen, vielleicht finde ich ja einen schönen Tee. Lasst eure Kreativität freien Lauf. Genau. So, Tag Nummer 6. Achso, ja. Lieblingsfarbe. Lieblingsfarbe? Ja, seht ihr an mir, oder? Weil ihr nichts drüber seht. Ja, blau, türkis ist glaube ich so meine Lieblingsfarbe. Meine ist pink, pastellpink, so in die Richtung. Fahre ich gerade sehr doll auf der Schiene. Aber ich habe schon mehrere Lieblingsfarben gehabt, von daher. Sowas hält bei mir nie lange an. Derzeit ist endlich. Frag mich in einem halben Jahr noch, welche Lieblingsfarbe ich habe. Gut, dann Fakt Nummer 7. Geschwister. Ein Einzelkind? Ja. Einzelkind durch und durch. Ein Einzelkind. Nein, ich habe einen Bruder, ich bin kein Einzelkind. Auch ich habe zwar einen Bruder, aber auch gerne, ich teile mal nicht so gerne. Echt? Also bei manchen Sachen, mein Mann teile ich zum Beispiel nicht. Nee, die teile ich auch nicht. ja, mein Bruder ist jetzt 21. Und, ja, mein Bruder halt, ne? Fakt Nummer 8. Wie groß wir sind? Ich bin nicht groß. Stimmt, hast du recht. Danke. Also bei mir ist es eher, wie klein ich bin. Ich bin 1,63. Ich bin über 1,50. Also. Ja, ich bin klein. Na und? Die Jungs und die Männer heutzutage sind auch nicht alle so groß. Das ist wohl wahr. Deins habe ich angepasst. 1,73. 10 cm dran. Was man jetzt so von unserem Abstand nicht mehr denken kann. Ich sitze gerade. Also 2,72. Noch nicht wahr. 2 cm. Gut, dann kommen wir zum Punkt 9. 9. Lieblingstier. Lieblingstier? Ja, ich habe jetzt noch ein Lieblingstier. Gut, dann kommt jetzt das Lieblingstier. Alles klar. Oder Lieblingstiere und Haustiere. Ja, interessant. Na dann, Lieblingstiere und Haustiere. Also, nee, du kannst. Okay. Meine Lieblingstiere oder mein Lieblingstier, ja doch, Tiere sind Pferde. Und Haustiere habe ich zurzeit nicht, aber ich hatte schon ein Meerschwein, ein Hund, ein Hase, noch ein Hase, noch ein Hase, noch ein Hase. Hase. Genau, also viele Hasen. Und ja, und ansonsten jetzt momentan keins. Okay, also meine Lieblingstiere sind Pinguine. Pinguine. Ja, ich finde die total drollig, wie die watschen. Oh, ich liebe Pinguine. Und mein Haustier, ja, ich habe eins, ich habe eine Katze. Die wird jetzt 3, heißt Bibi. Und ist ganz putzig. Ich hatte eine Katze, einen Hund, Mäuse, kurzzeitig 2 Stück. Und jetzt eben wieder meine Katze. Also Katze. Auch so gut wie viele Haustiere, ne? Ja. Meiste Katzen. 2. Meine Katze. Katze. Okay. Sehr schön. Und den letzten Punkt, den hast du gerade genannt. Fakt Nummer 10. Was arbeiten wir? Tja. Das wollt ihr wissen, ne? Ja. Nein, ich arbeite in einem Einzelhandel. Ich sage keinen Namen oder sonst irgendwas. Ich habe Produktplatz. Schleichwerbung. Ja, wollen wir nicht. Genau. Einzelhandel. Und ich arbeite im Kindergarten als Erzieherin. Viele, viele Kinder. Und viel Arbeit. Viel Pädagogisches. So. Genau. Das waren unsere 20 Facts about us. Ich hoffe, ihr habt uns jetzt ein bisschen besser kennengelernt. Einen kleinen Eindruck von uns, wie wir so sind. Natürlich nur so ein ganz klein, über Kamera ist sowas schwer. Und ja, jetzt folgt noch eine Info. Und zwar, was ihr auf unserem Kanal sehen werdet. Videotage. Ich werde alles jetzt einfach mal so grob ansprechen. Und ja, also
Punkt 1, was wird auf unserem Kanal sein? Ihr werdet keine Beauty-Videos sehen. Null. Also wenn ihr sowas sehen wollt, seid ihr auf unserem Kanal falsch. Wir werden Vlogs machen, Follow Me Arounds, Challenges und da wirklich reihum weg komplett. Ich hätte auch Bock auf Pranks. Also eher sowas wird auf unserem Kanal kommen. Genau. Und Punkt 2, Videotage. Wie ihr beide jetzt gehört habt, ich bin Vollzeit berufstätig, sie ist Mama und berufstätig. Von daher werden wir es wahrscheinlich am Anfang, bis wir wirklich das komplett eingependelt haben, keinen festen Videotag machen können. Also, wenn ihr die Videos von uns nicht verpassen wollt, klickt auf Abonnieren und auf die Glocke daneben an. Dann erfahrt ihr immer, wenn wir ein Video hochladen, kriegt ihr eine Benachrichtigung, dass gerade ein Zug gegangen ist. So wird das wahrscheinlich erstmal die erste Zeit sein, weil wir müssen uns erstmal einpendeln, ist jetzt komplett neu für uns. Und ja, und jetzt werden wir hier euch irgendwo in diesem schönen Bild unsere Social Medias hinterlegen, einblenden, wo ihr uns folgen könnt. Alles steht auch nochmal in der Infobox verlinkt. Und ja, ich würde meinen, das war's für unser erstes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh ja. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren und Daumen. Richtig. So, dann sagen wir jetzt erstmal Tschüss von unserer Seite. Genau. Und wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Läuft schon wieder. Ich bin gleich da. Ich öffne richtig. So. Hi. Hallo. Sieht gut aus, ja? Okay. Bin ich jetzt im Fernsehen?